Willkommen zurück bei Dragon Age 2. Wir sind in Adrianas Versteck. Werden sie jetzt hier hinten aufsuchen und dann vernichten. Sie ist gerüstet für den Kampf. Sie hat sich gut vorbereitet, anscheinend, wie wir eben erfahren haben. Aber wir werden trotzdem gewinnen. Ja, da ist, hinten ist sie auch schon. Erstmal noch hier. Ist hier noch irgendetwas? Nein. Gut, dann Quick Save. Ja, und gut, danach kommt auch automatisches Speichern. Nutzlos. Los geht's. So, sie selbst greift noch gar nicht mit ein. Das will mir irgendwie noch gar nicht gefallen. Jetzt greift sie mit ein. Ja, alle Fokus erstmal auf sie. Okay, sie hat ein Schild. Dann hauen wir erstmal die anderen um. Das Schild hält aber auch nicht ewig. Weg und Fokus wieder. War hier hinten noch was? Nein, die sind alle weg. Nur hier und hier. Ja, Leichnam natürlich auch noch. Na klar. Halt. Tot bin ich für euch wertlos. Es gibt nur eine Person, deren Tod noch mehr Wert für mich hat. Ich habe Informationen, Elf. Und ich gebe sie euch im Austausch für mein Leben. Wollt ihr mir Daenerys Aufenthaltsort verraten? Was hätte ich davon? Dann nehme ich ihm doch lieber seine Lieblingsschülerin. Ihr habt eine Schwester. Sie lebt. Ihr wollt euer Leben zurück? Dann lasst mich gehen und ich sage euch, wo sie ist. Ha, ihr könntet lügen. Eure Entscheidung, Fenris, wir werden euch gehen lassen. Zuerst sagt ihr es uns, ja, wir lassen das mal Fenris. Es ist eure Entscheidung. Also habe ich euer Wort? Ich sage es euch und ihr lasst mich gehen. Ja. Ihr habt mein Wort. Ihr Name ist Verania. Sie ist in Carinus und steht in Diensten eines Magisters namens Arryman. Als Dienerin, nicht als Sklavin. Sie ist keine Sklavin. Ich glaube euch. Wir sind hier fertig. Ihr hattet euer Wort gegeben. Was, wenn sie gelogen hat? Sie hatte den Tod verdient. Geht es euch gut? Möchtet ihr darüber reden? Nein, ich will verdammt nochmal nicht darüber reden. Das Ganze könnte eine Falle sein. Daenerys könnte Hadriana geschickt haben, um ihr von dieser Schwester zu erzählen. Und selbst wenn nicht, wäre es Selbstmord, nach ihr zu suchen. Daenerys muss von ihr wissen. Und ihm ist mit Sicherheit auch bewusst, dass Hadriana es weiß. Aber alles, was zählt, ist, dass ich diesem Miststück endlich das Herz zerquetschen konnte. Soll sie doch verrotten, genau wie alle anderen Magier auch. Und ich dachte schon, ihr werdet unvernünftig. Ja, das gibt eine sehr, sehr nette Gespräche. Gerade mit den beiden, das ist sehr interessant. Wir können sie immer noch finden. Passt auf, was ihr über Magier sagt. Verschwinden wir von hier. Nett sein, ja, aber dieses Herz, nee. Also nee, wenn das Herz nicht da wäre, dann, wir können sie immer noch finden. Das bedeutet nicht, dass wir nicht nach eurer Schwester suchen sollten. Was sollte es sonst bedeuten? Selbst wenn ich meine Schwester finden sollte, kann niemand sagen, was ihr die Magister angetan haben. Was hat die Magie jemals berührt und dadurch nicht verdorben? Ich muss gehen. Okay, ja, trotzdem Freundschaft plus 15, weil wir das hier alles erledigt haben wahrscheinlich. 600 Erfahrung. Nichts weiter? Na komm, nicht euer Ernst, Leute. Gar nichts, okay. Ja, Fenris hat die Gruppe jetzt verlassen, aber ich hoffe, das war... Moment, wir gehen... Ah ja, okay, unser Hawk anwesend. Unser Hawk anwesend, ja, unser Anwesen. Unser Hawk anwesend. Okay. Dann gehen wir da an und reden mit ihm, weil er wartet dort schon auf uns. Genau. Ich habe darüber nachgedacht, was mit Hadriana passiert ist. Ich habe meine Wut zu Unrecht an euch ausgelassen.
Ich war nicht ich selbst. Tut mir leid. Ja, ich war besorgt um euch, wieder mit Herz, ne? Ja, ich verstehe. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ihr seid großzügig. Als ich noch ein Sklave war, hat Hadriana mich gequält. Sie verspottete mich, gab mir nichts zu essen, raubte mir den Schlaf. Wegen ihres Status konnte ich nichts dagegen tun. Und das wusste sie. Der Gedanke, dass sie mir nun entgleitet. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Ha, ihr wolltet... Ihr habt euer Wort gegeben seit dem Tod für den CIA. Ihr wolltet sie wirklich gehen lassen? Was macht ihr damit? Dieser Hass. Ich dachte, ich hätte ihn überwunden. Aber er folgt mir. Egal, wohin ich gehe. Ihn wieder zu spüren. Zu wissen, dass sie ihn mir eingepflanzt hatten. Das war zu viel. Aber ich bin nicht gekommen, um euch noch mehr zu belasten. Es ist keine Bürde. Was ist mit eurer Familie? Vielleicht solltet ihr gehen. Was ist mit eurer Familie? Werdet ihr Hadrianas Informationen verwenden? Das weiß ich noch nicht. Ich muss erst darüber nachdenken. Gut, und nochmal plus 15 bei Fenris. Okay. Ja, ich glaube, er dürfte dann mittlerweile auch freundlich sein. Oder demnächst zumindest. Neue Briefe gibt's nicht. Nö, das ist gut. Darf ich euch sagen, wie dankbar ich euch dafür bin, dass ihr Sandal erlaubt, hier zu bleiben? Er scheint wirklich glücklich zu sein. Ja. Das freut mich für ihn. Auch wenn sonst leider nie jemand da ist, weil wir immer unterwegs sind. Gut, Was machen wir denn jetzt? Nehmen wir mal wieder hier und nehmen wir mal Sebastian mal wieder mit. So. Unsere alte Truppe. Und an und für sich... Ach, die Knochengrube. Das war eigentlich das, wo wir hin wollten, ne? Ja, die Knochengrube. Da war doch was. Dann gehen wir dort mal hin. Gucken aber vorher noch, ob wir irgendwie Ausrüstung haben für Sebastian, beziehungsweise für Evelyn. So, ich vergesse das ja immer so schnell. Ja, Angriff, kritische Treffer, nö, das ist eigentlich okay. Das mit der Rüstung, nö, das ist, Das ist das, was sich beim Stufenaufstieg verbessert, aber im Moment auch noch nicht unbedingt, nö. Aber wie schaut es denn mit den Schildern aus? Das hat so viel mehr Rüstung. Ich meine, 2% EP-Gewinn ist okay, ist jetzt nicht schlecht, aber das hat so scheiße viel mehr Rüstung. Wow, ja, komm, anziehen. Wie sieht's denn aus? Und es sieht wieder billig aus. Ist egal. Achso, Moment, was hast du denn? Du hast einen Gürtel mit... Oh Gott, wir haben wieder so viel Scheiße. So viel Mist und das sind Ringe. Ich wollte bei Gürteln gucken. Das ist mit Ausdauer. Gesundheit ist okay. Dann gucken wir gerade nochmal bei dir. So, den Starkhaven Langbogen, genau. Der hat kritische Trefferchance, Verringerung, weniger Schaden, aber der hat auch einen Rudenplatz frei. Nö, wir bleiben erstmal bei dem anderen. Du hast was mit 19 Angriff, das ist ziemlich brauchbar. Ach egal, nein, mache ich offscreen, damit will ich euch nicht langweilen. Allerdings, damit muss ich euch dummerweise langweilen, und zwar mit Talent verteilen. 1, 2, 3, ja, machen wir so. Hier haben wir alles ausgeskillt, genau. Das können wir dann nicht, da fehlt noch einer. Dann nehmen wir noch hier das mit, so. Gut, wäre das auch fix erledigt. Das sind halt echt Sachen, die mache ich gerne offscreen. Damit euch das nicht, ja... Ich nehme an, es gibt wohl noch immer keine gute Arbeit für Ferelden. Nein, wahrscheinlich nicht. Und da ist auch schon eine Quest verfügbar. Ja, wer hätte es gedacht? Was für eine Überraschung. Es war ja eigentlich auch unser Ziel, dass wir hier hinkommen sollten. Also nicht offiziell als Quest, aber es wurde so angekündigt. So, speichern wir mal kurz. Und hier ist eine ganze Menge los. Hat sich entwickelt in den 3 Jahren. Finde ich gut. Ja, klick doch einfach die Truhe an und nimm das Zeug raus. So, sehr schön. Der Bauer sei Dank, dass ihr da seid. Wir mussten die Mine abriegeln. Krankovic schaufelte gerade einen eingestürzten Abschnitt frei, als plötzlich Riesenspinnen durch die Öffnung brachen. Nein. Krankovic haben sie erwischt, den armen Kerl. Der Rest von uns hat es rausgeschafft und jetzt sitzen wir hier dumm rum. Ich werde sehen, was ich tun kann. Viel Glück da drin, Held. Scheiß Spinnen. Da waren mir die Drachen lieber. Okay, wir müssten hier wieder rein, wo wir ja schon waren. Ja... möchte ich jetzt aber noch nicht machen.
Ich möchte jetzt erst einmal einen Beutel mit Knochen, der hier einfach so rumliegt. Ja, toll. Quest aktualisiert. Wenforth's sechster Finger. Schwester Phyllis wiederholte oft eine altehrwürdige Predigt über Bruder Wenforth. Sie hält sich bisweilen vor der Kirche auf. Alles klar. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Gut, dann schauen wir uns aber jetzt mal das Gebiet an, was wir beim ersten Besuch komplett ignoriert haben. Und zwar das, was hier hinten weitergeht. Denn hier ist auf jeden Fall auch noch was. Ja, scheiße, das hätten wir auch beim ersten Besuch machen können, machen müssen. Das wäre echt gut gewesen. Ich weiß nicht, was es hier gab. Im Prinzip ist es mir eigentlich auch egal, weil verpasst ist verpasst. Aber, ja, wir waren auf jeden Fall nicht mehr hier. Und für eine Quest mussten wir auch nicht mehr hier hin. Wahrscheinlich hätte es ja auch nur noch irgendeine Pflanze oder ein Fass oder so einen Quatsch gegeben. Ja gut, besonders groß ist das Gebiet jetzt auch nicht unbedingt. Das ist eine Höhle. Okay, cool. Aber vorher gucken wir gerade nochmal hier oben, denn da ist ja auch noch ein kleiner Abschnitt. Und hier ist zumindest ein Ausgang. Hä? Wird zumindest so dargestellt auf der Minimap, aber anscheinend ist hier nichts. Nur eine Kiste und irgendeiner, der hier voll rumlungert und sich vor der Arbeit drückt. Das gefällt mir gar nicht, mein Freund. Ja, gehen wir zuerst in die Höhle. Ja, ne? Würde ich sagen. Machen wir mal. Und schauen uns das mal an. Und danach gehen wir dann in die Knochengrube. Scheiße, die Höhle hat eine... Aha, da hätten wir mit Sicherheit auch schon beim ersten Mal reingekommen. Ey, verdammt. Verdammt. Naja, gut, dass es keine 100% Run wird, war ja eigentlich klar. Das ist bei Blind Runs ja nicht ganz unmöglich, aber doch ziemlich. Und... Schauen wir mal, das riecht hier nach einer ganzen Menge Untoten. Verderbtes Lyrium, das gefällt mir nicht. Okay. Da hinten ist Schutt und hier ist... Ein Buch des Bösen! Ach herrlich, jetzt kommen sie an jeder Ecke oder was? Wie viele von den Dingern gibt es denn? 20? Aber vorher nehme ich hier gerade mal den Schutt von da hinten. Ja, und das ist es auch schon gewesen am Gebiet, also mehr gibt es ja auch nicht. Ja gut, dann nehmen wir auch das wieder mit. Ja, du hast eins von den Büchern des bla bla bla, nimm mit. Dämonen kommen, gut ist. Ja. Yep. Oder ein Dämon der Wollust. Dann kommt der Rest spawnt gerade erst, dann hauen wir den Fix um hier. Das geht zügig. Ja gut, das war jetzt nicht wirklich gefährlich. Okay. Scheint es aber nie zu sein. Ja, das war's. Nur wegen dem Buch. Ist natürlich die Frage, das Buch, also oder die Bücher generell, die gab es ja glaube ich im ersten Akt gar nicht, ob die Höhle einfach nur leer gewesen wäre im ersten Akt. Naja, egal. Das finde ich dann irgendwann mal beim zweiten Durchlauf aus. Ja, dann auf zur Knochengrube. Spinnen umhauen. Na, Gott, ich hasse diese ekligen Spinnenviecher. Da wären mir die Drachen lieber gewesen. Naja, egal. Dann wiederholt in die Knochengrube. Oh, hier vorne ist aber noch was. So. Ja, mal sehen, ob uns Hubert dann die ganze Mine überschreibt. Wahrscheinlich nicht, aber... Naja, schön wäre es eigentlich. Zumindest die Hälfte gehört uns ja. Na komm, lad. Lad. Schneller, wenn's geht. Machine. Erfolg freigeschaltet, Höhlenforscher. Joa. Und da ist doch schon wieder was auf der Karte zu sehen. Spinnenkönigin, okay. Ja, ich dachte gerade, hier noch so ein lustiges Buch. Aber wir können erst einmal hier hin. Ja, hier wollte ich eigentlich noch gar nicht kämpfen, verdammt. Aber okay. Kommen wir so fix um. So stark wird die Spinnenkönigin ja sicher nicht sein. Oh mein Gott. Gut, ja. Aber ich sehe gerade, dass das Video leider auch schon fast wieder vorbei ist. Deswegen muss ich jetzt dummerweise dann doch schneiden. Es tut mir leid. Im nächsten Part hauen wir die Spinnenkönigin aber um. Bis zum nächsten Mal.